Warum es Betroffenen oft so schwer fällt, alte Erinnerungen an das Trauma und die damit verbundenen Gefühle und Bilder loszulassen und was das Ganze mit Geschwisterliebe zu tun hat, darum geht es in diesem Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Wienke Ursula Schulenburg. Man nennt mich auch die sogenannte Traumatante. Und wenn du mehr über mich und zu meiner Arbeit erfahren möchtest, dann schau gerne mal auf meiner Homepage vorbei. Betroffene von Trauma berichten immer wieder, dass es ihnen eben so schwer fällt, das Erlebte loszulassen. Und mit Trauma, den Begriff Trauma möchte ich hier sehr weit fächern und strecken. Sicherlich betrifft es Menschen von sexualisierter Gewalterfahrung. Es können aber auch Kriegstraumata sein oder traumatische Erfahrungen, weil ein Familienangehöriger gestorben ist. Krankheit. Also Trauma bedeutet, das weißt du ja bereits, bedeutet Wunde, seelische Verletzungen generell. Und es gibt immer wieder Situationen, da fällt es uns ganz besonders schwer, das Geschehene loszulassen. Und ich möchte an dieser Stelle den Begriff Geschwisterliebe mit einfließen lassen, weil, das ist meine berufliche Erfahrung über viele Jahre hinweg, es uns ganz besonders schwer fällt, Erlebtes loszulassen, wenn andere Menschen, die uns ganz besonders nahe stehen oder standen, mit involviert waren. Das bedeutet, dass du vielleicht ein Trauma erlebt hast, gemeinsam mit einer anderen Person. Vielleicht hast du sexualisierte Gewalt erlebt und deine Schwester, dein Bruder hat das Gleiche erlebt. Man kennt dieses Phänomen von Männern, die im Krieg waren und ihre Freunde, Kameraden verloren haben. Man kennt es auch, dieses Phänomen, wenn Menschen eine Katastrophe erlebt haben, Naturkatastrophe oder einen Unfall und Familienangehörige, Freunde, Nachbarn und so weiter dabei verunglückt sind. Dieses Phänomen, dass wir glauben, davon überzeugt sind, und das sind oft aber auch Prozesse, die uns nicht wirklich bewusst sind, dass wir diesem geliebten Menschen nicht mehr genug Ehre und Liebe erweisen, beziehungsweise also Ehre erweisen und Liebe zu diesem Menschen empfinden, wenn wir das Geschehene loslassen. Ich kenne es aus meiner Arbeit mit Betroffenen eben ganz besonders in Bezug auf Geschwister. Da ist dann meist eine Person aus der Familie, die ja, das sogenannte schwarze Schaf, habe ich auch ein paar Videos drüber, was sich aus der Familie löst und was den Mut aufbringt, die Traumatisierung oder das Traumageschehen, was in der Familie vorgefallen ist, sich das anzuschauen, sich dem zu stellen, die eigenen Wunden zu heilen. Und es gibt gerade in diesem familiären Kontext immer wieder die Situation, dass andere Familienangehörige, zum Beispiel Geschwister, eben einen ganz anderen Weg gehen. Dass sie das Thema verdrängen, abspalten, damit nichts zu tun haben wollen, aggressiv reagieren, wenn es überhaupt nur angesprochen wird. Einmal davon abgesehen, dass natürlich der Druck der Täter, der Täterin, die natürlich in dem Familienrahmen auch lebt, ungeheuer groß ist. Selbst dann, wenn der Täter, die Täterin verstorben ist, liegt oft noch so etwas wie ein negativer Bann auf dem, was passiert ist. Und das Ganze darf nicht ausgesprochen werden, ist mit unglaublichen Ängsten und emotionalen Drohungen verbunden. Wieder ein anderes Thema, ich wollte es nur kurz anschneiden. Nun ist es so, dass Betroffene, die sich auf dem Weg gemacht haben und das Trauma bearbeitet haben,
sich irgendwann die Frage stellen, nach Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten der Bearbeitung, hey, warum fällt es mir denn so schwer, das Ganze jetzt wirklich mal ruhen zu lassen? Und entdecken dann für sich, hey, ich halte diese Wunde offen, ich rufe mir das Ganze immer wieder in mein Bewusstsein, weil ich die Verbindung zu meinem Bruder, meiner Schwester oder im Kriegskontext zu den Kameraden oder im Katastrophenkontext zu vielleicht Familienangehörigen, Nachbarn und so weiter, weil ich diese Verbindung nicht verlieren möchte, weil ich das Andenken an diese Person wahren möchte. Und es entsteht der Glaubenssatz, der meist unbewusst ist, wenn ich das Ganze loslasse, dann verrate ich meinen Bruder, meine Schwester, um das jetzt mal simpel zu halten, dann verrate ich diesen geliebten Menschen, wenn ich es jetzt auch noch vergesse wenn das nicht mehr so präsent in meinem Bewusstsein ist, dann ist es so, als ob es nie geschehen wäre. Und natürlich entspricht das nicht der Realität, aber das ist so eine innere Überzeugung, die sich oftmals hier entwickelt und zeigt, ne, ich muss der Sache treu bleiben oder muss diesem Menschen treu bleiben und deshalb halte ich die Erinnerung an das, was passiert ist, wach. So, wenn das ganze Umfeld es schon nicht wissen will, wenn es hier nicht zur Gerechtigkeit gekommen ist, wenn das Thema überhaupt nicht gesehen wurde, ja, dann bin ich immer noch da, wie so ein Wächter am Leuchtturm, wie so ein einsamer Leuchtturmwärter, so der Hüter am Ende der Welt so ungefähr, dann bin ich immer noch da und trage das Ganze und schenke ihm Aufmerksamkeit und schenke ihm Bewusstheit. Und diese Haltung, die ja im Grunde eine sehr liebevolle ist und auch eine positive ist, weil hier ein Mensch ist, der sagt, ich will es nicht vergessen, weil ich nicht will, dass es so wirkt, als ob es ungeschehen wäre, ist ja eine positive. Ins Negative verkehrt sich das Ganze erst in dem Moment, wo die Person darunter leidet. Wo da dieser Wunsch ist, zu sagen, ich möchte auch weiter in meinem Leben. Wo die Erinnerung, die Gefühle, die Flashbacks, die Bilder wirklich auch zu einer Belastung werden. Was kann man jetzt tun? Der erste Schritt ist meiner Erfahrung und Meinung nach immer der Bewusstmachung. Das kann man tun in der Selbstreflexion, indem man Dinge aufschreibt, in seinem Herzen bewegt, indem man sich Hilfe holt und mit einem Therapeuten oder einem Coach oder so drüber spricht, mit anderen Betroffenen. Und sich diese Prozesse bewusst macht, da hineinfühlt, hineinlauscht und sagt, was ist denn da in mir? Denn gerade bei dem Thema Geschwisterliebe ist es meistens so, dass die Traumatisierung in der Kindheit entstanden ist. Also zu einem Zeitpunkt, wo wir hauptsächlich noch emotional agierende oder Wesen waren oder besonders fühlende Wesen waren und Dinge eben nicht so rational behandelt haben, wie wir das später als Erwachsene oft tun. Und da ist es unglaublich wichtig, mit diesem inneren Kind oder mit sich selbst als dieser kleine Mensch, der man war, Kontakt aufzunehmen und im Grunde mit diesem Teil in sich zu kommunizieren, und sagen, guck mal, du darfst, ich erst mal anerkennen immer, ich sehe, wie sehr du diesen Bruder, diese Schwester zum Beispiel geliebt hast oder Freundin oder kleiner Freund, so Spielkamerad. Ich sehe das. Und lass doch die Liebe, die du für diesen Menschen empfindest, lass doch daran festhalten und das andere ziehen lassen. Was auch hilft, ist, das, was passiert ist, aufzuschreiben, das irgendwie festzuhalten, zum Beispiel in Buchform. Bücher muss man ja auch nicht immer, ich gucke gerade nochmal, das habe ich ja gemacht, ich habe viele, viele Dinge, die mir passiert sind, habe ich einfach festgehalten. Was nicht mehr im Kopf ist, ist dann auf dem Papier. Und solche Manuskripte, Bücher muss man ja auch nicht immer veröffentlichen. Dass man dem, was geschehen ist, einen Ort gibt, kann man ja auch in der Cloud hochladen oder irgendwie in den Tresor schließen. Oder in die Hände
wenn du sehr spirituell bist, von anderen Wesenheiten erlegen. Dir selbst das Gefühl geben, im Dialog mit dir selbst, und da sind die Wege natürlich immer total individuell, das, was passiert ist, wird nicht vergessen. So etwas wie ein Mahnmal errichten, wo dann energetisch das, was du hast erleben müssen, auch in Verbindung mit dieser anderen Person, wo es energetisch konzentriert wird und einen Ausdruck findet. Meiner Erfahrung nach ist das unglaublich heilsam, weil es eben aus dem eigenen System rausgebracht oder rausgenommen wird und nicht vergessen wird, sondern einen neuen Ort findet. Das, was dann zurückbleibt, ist die liebevolle Verbindung zu den Geschwistern oder im Falle von Kriegssituationen eben zu den verstorbenen Kameraden. Diese liebevolle Verbindung, die Essenz der Beziehung. Und das ist etwas, was stärkend ist. Und so kann sich die Wunde, die ansonsten immer wieder quasi aufgekratzt wurde, sich infiziert hat, endlich heilen. Und der Betroffene hat das Gefühl von Freiheit, von Leichtigkeit, von mehr Kraft und Lebensfreude und darf die schmerzhafte Erinnerung gar nicht loslassen, damit sie irgendwie verschwindet, sondern an einen neuen Ort legen, der außerhalb des eigenen Systems liegt. Und nun hoffe ich sehr, dass dir dieses Video und diese Information etwas gegeben hat. Du weißt ja, es ist mir eine Herzensangelegenheit, Menschen, die Trauma erlebt haben, zu unterstützen auf ihrem Weg der Heilung. Und Erkenntnis der Zusammenhänge ist oft ein ganz wichtiger Schritt und Puzzlestück auf diesem Weg. Also, wenn du magst, wenn dir das Ganze etwas gegeben hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch und teile es auch mit Menschen, von denen du glaubst, dass diese Information wichtig für sie sein könnte. Gemeinsam, nur gemeinsam schaffen wir es, dass dieses Thema von Trauma, sexualisierter Gewalterfahrung mehr Aufmerksamkeit bekommt in der Öffentlichkeit, in unser aller Leben. Nicht, weil wir das Thema so toll finden, sondern weil so unglaublich viele Menschen davon betroffen sind. Und weil Heilung immer nur dann geschehen kann, wenn wir im ersten Schritt einmal hinschauen. Insofern ist deine Stimme hier auf diesem Kanal auch unglaublich wichtig und kostbar. Wenn du magst, kommentiere dieses Video gerne. Ne, gib gerne deinen Senf dazu. Bitte unbedingt immer im wertschätzenden Ton. Keine Beschimpfungen, keine Beleidigungen, keine Obszönitäten. Das passiert leider hin und wieder. Wir löschen diese Kommentare. Aber lass uns doch hier einen herzlichen, wertschätzenden Ton miteinander pflegen. Finde ich ganz, ganz wichtig. Danke für dein Dasein und ich freue mich auf dich im nächsten Video.